Knalle-Ebene. Das war ein bisschen ich und ein bisschen die Technik, also wir teilen uns. Bitte Verständnis, aber es ist wohl repariert, aber wenn es wieder knallt, nehme ich sofort das Mikro. Vielleicht haben Sie noch eine Zahl von eben im Kopf. 180 Führungskräfte, ich will Ihnen eine neue vorstellen. Jonas Lamsfuß, stehen Sie mal kurz auf. Wir sind zurzeit die Struktur Bethaniens so ein bisschen am Umbauen. Sie können sich vorstellen, wenn so ein Betrieb immer größer wird, muss man auch die Feinheiten nochmal verändern. Und wir sind dabei, in den Regionen verschiedene Einrichtungen zusammenzufassen unter eine Leitung, weil das Zusammenarbeiten ist wichtig. Und so ist Jonas Lamsfuß seit 1. Juli ganz neu bei uns. Und ein junger Mann, der Lust hat auf Verantwortung. Und da freuen wir uns sehr drüber. Und er wird die Einrichtungen hier im Märkischen Kreis jetzt zuerst mal die ambulanten Bereiche und die Tagespflege anschauen, begleiten und dann auch mit in die Zukunft führen. Gottes Segen dafür. Ja, das Thema des Gottesdienstes, das war die Jahreslosung des letzten Jahres und die hat mich unglaublich angesprochen. Und die beschäftigt mich immer noch und das werden Sie gleich merken. Und zu den Jahreslosungen gibt es immer Lieder, eins davon haben wir eben gehört, und es gibt Bilder dazu. Und ich habe Ihnen dieses Bild mal mitgebracht, das ist von Stefanie Balinger. Ich finde das besonders ansprechend und deshalb wollen wir das gemeinsam betrachten. Und ich sage Ihnen jetzt schon, da gibt es eine Kleinigkeit, da kommen wir dann zum Schluss drauf, also ich will ein bisschen die Spannung hochhalten und dann werde ich fragen, ob Sie das entdeckt haben. Sie sehen es jetzt die ganze Zeit, aber es gibt eine Kleinigkeit, die ist umwerfend. Das habe ich in keinem anderen Bild zur Jahreslosung gefunden. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ja, wir befinden uns auf den ersten Seiten der Bibel und sie erzählen von Menschen, die lieben und streiten, von tödlicher Eifersucht, von äußerst komplizierten Familienverhältnissen, von Lug und Trug, von Scheitern und Neuanfängen. Und wissen Sie, was das Tolle ist? Mit diesen Menschen schreibt Gott Geschichte. Mit Menschen, die glauben und zweifeln. Mit Menschen, die sich an seine Verheißungen klammern, auch wenn sie lange auf deren Erfüllung warten müssen. Mit Menschen, die schuldig werden, die eigene Wege gehen und deren Versagen Folgen für das eigene und das Leben anderer hat. Und mit diesen Menschen schreibt Gott Geschichte, mit Menschen, wie ich einer bin. Und ich vermute, hier sitzen auch ein paar darunter. Mit diesen Menschen schreibt Gott Geschichte. Abrahams und Sarais Geschichte begannen mit einem äußerst verhängnisvollen Satz. Sarai konnte keine Kinder bekommen. In diesen Worten klingt eine menschliche Tragödie an. Diese Worte sind voller Enttäuschung und können den Schmerz, der dahinter steckt, in seiner Schwere kaum verdeutlichen. Und dieser Satz stand über Sarais Leben. Und er hatte großen Einfluss auf sie. Er hat ihr Leben und das Leben der ganzen Familie bestimmt. Und so gibt es in Stein gemeißelte Sätze, die über Menschen stehen, manchmal sogar über Familien. Sarai konnte keine Kinder bekommen. Stimmt das? Und ich habe mich gefragt, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Steht über meinem Leben etwas wie ein starres Gesetz? Und hat es sozusagen meinem Leben einen Stempel aufgedrückt? Und ich möchte Ihnen die gleiche Frage stellen. Gibt es in Stein gemeißelte Sätze in meinem Leben und bestimmen diese mein Leben? Oder ich könnte auch fragen, was bleibt mir versagt oder aus welcher Ecke komme ich einfach nicht heraus? Abraham und Sarai stammen aus Ur in Mesopotamien, dem heutigen Irak.
Und auf Gottes Zusage wagten sie einen unglaublichen Aufbruch. Der Herr sagte zu Abraham: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Da war beides. Das große Versprechen Gottes, das muss man sich mal reinziehen. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Und die Tatsache, Sarai konnte keine Kinder bekommen. Ja, wie soll das denn gehen? Wie soll das gehen? Zwei nicht vereinbare Gegensätze. Widersprüchlich. Menschliches Unvereinbares im Leben. Kennen Sie sowas aus Ihrem Leben? Abraham und Sarai wurden älter. Ja, die beiden sind schon abenteuerlich unterwegs und lebten und wohnten als Fremdlinge im verheißenen Land. Später lesen wir mal, dass sie reich an Vieh, Silber und Gold waren. Ey, die hatten richtig Reichtum, aber kinderlos, beides. Und keine Kinder zu haben, hieß in ihrer Zeit keine Zukunft. Hieß Hoffnungs- und letztlich Sinnlosigkeit schon hier im Leben. Das hieß aber auch, dass Gott sein Versprechen nicht eingehalten hatte bis dahin. Und da stellt sich doch die Frage, kann man diesem Gott, der zwar große Versprechungen macht, aber nicht einhält, scheinbar, kann man dem glauben? Kann man diesem Gott wirklich vertrauen? Mit Abrahams und Sarais Grab würde ihre Geschichte zu Ende gehen. Da ist noch nicht mal der Anfang eines großen Volkes zu sehen. Aber Gott hatte doch genau das versprochen. Steht Gott zu seinem Wort? Oder haben wir uns vielleicht verhört? Haben wir vergeblich gehofft? Haben wir Gott falsch verstanden? War der Wunsch Vater des Gedanken? Oder ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass Abraham auch gesagt hat, habe ich nur geträumt? Und deshalb stellt sich für mich eine zweite Frage. Wo zerreißt mich die Spannung, vielleicht auch Sie als Gemeinde? Wo zerreißt uns die Spannung zwischen Gottes Versprechen und seinem für mich nicht erlebbaren Eingreifen? Oder ich könnte auch anders fragen, wo gilt es weiter zu warten und wo muss ich jetzt mal selbst aktiv werden? Und spätestens an dem Punkt merke ich, wie nah mir diese Geschichte kommt. Wie nah mir diese Geschichte kommt, obwohl ich weder Silber noch Gold noch Vieh habe, aber dafür drei Kinder habe und in einer ganz, ganz anderen Zeit lebe. Diese Geschichte kommt mir unglaublich nah. Seit Abraham und Sarai als Fremdlinge in Kanaan wohnten, sind 10 Jahre vergangen. Und von Gottes Zusage und Versprechen war weiterhin nichts zu sehen. Ja, wir müssen sagen, menschlich gesehen wurde die Wahrscheinlichkeit ja von jedem Monat immer geringer. Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Mit einer dritten Person kam Bewegung in die Geschichte. Hagars semitischer Name bedeutet Flucht, bedeutet Fremdling. Und Sarai erhoffte sich von ihr das Ende einer unerträglich langen Wartezeit. Sarai sagte zu Abraham: Der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai. Haben Sie das gehört? Der Herr hat mir Kinder verweigert. Verweigert. Der Verweigerer. Was stecken wohl hinter diesem Wort für Gefühle, für Enttäuschungen, für Sorgen, für Ängste? Die daraus resultierende Idee Sarais mag uns verwerflich vorkommen
und Abrahams Reaktion befremden. Also wir merken, wir sind wirklich in einer ganz anderen Zeit. Im alten Orient war dieser Plan nicht außergewöhnlich. Sarais Magd soll die Rolle einer Leihmutter übernehmen. Und das war damals so geregelt: wird das Kind der Leibmagd auf dem Schoß ihrer Herrin geboren, wird das als vollberechtigtes Glied der Familie anerkannt. So war das damals geregelt. Vielleicht war Hagar in den Augen von Abraham und Sarai ein großes Geschenk Gottes. Ja, die hat er uns gerade geschickt. Sie war ja wesentlich jünger als Sarai und die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu bekommen, viel größer als bei Sarai. Vielleicht war es aber auch ganz anders. Und Sarais Geduld war am Ende. Und sie beschloss, Gottes Versprechen so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Wenn Gott sich verweigert, dann ergreife ich eben die Initiative. Und die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. Hagar wurde schwanger. Ein Wendepunkt im Leben von Sarai, Abraham und Hagar, der nachwirkt bis zum heutigen Tag. Der Plan schien aufzugehen. Und ich kann mir vorstellen, alle waren mehr oder weniger glücklich und erleichtert. Aber wie ging es eigentlich der Hagar damit? Die musste machen, was man ihr sagte. Die wurde auch nicht gefragt. Sie war Sarais Magd. Das war ihr Stempel. Außerdem eine Geflüchtete, eine Fremde, wie ihr Name schon sagt. Und als solche verrichtete sie ihren Dienst ungeachtet und im Hintergrund. Und jetzt gerät sie in den Blick. Und soll Abrahams und Sarais Kinderwunsch erfüllen und Gottes Versprechen einen Weg eröffnen. Wie gesagt, sie brauchte nicht gefragt zu werden. Mit ihr konnte man machen, was Sarai und Abraham wollte. Sie fügte sich und wurde tatsächlich schwanger. Und für mich ist es verständlich, dass Hagar, die immer nur dienen musste, ihre Herrin spüren ließ, wer jetzt eigentlich die angesehene Position hatte. Sie sehnte sich doch so sehr nach Beachtung, nach Anerkennung, nach wahrgenommen werden. Und jetzt endlich richten sich alle Augen auf sie. Was für ein Geschenk. Aber das Glück und die Freude waren nicht von langer Dauer. Die Dynamik zwischen den beiden Frauen eskalierte. Auf einmal sind sogar gegenseitige Demütigungen an der Tagesordnung. Und wir müssen uns das verdeutlichen. Sarah erlebte einen doppelten Schmerz. Ich kann selbst nicht schwanger werden und dann auch noch von der eigenen Magd hochmütig behandelt werden. Ey, das tut weh. Das tut aber sowas von weh. Und wie reagiert Abraham? Wir lesen nicht viel, aber offensichtlich erst, als Sarai das nicht mehr aushalten kann und sich über die Erniedrigung durch Hagar beschwerte. Und bevor Sarai Maßnahmen gegen sie ergriff, flog die schwangere Hagar in die Wüste Schur. Und erschöpft ließ sie sich an einer Wasserquelle zu Boden fallen. Und wie geht's Abraham und Sarai? Der Funke Hoffnung. Dass Gottes Versprechen Realität wird, erlosch mal wieder. Die Kette der erlebten Enttäuschungen in ihrem Leben riss nicht ab. Wir wollen uns kurz dieses Bild anschauen. In ihrer Grafik richtet Stefanie Barlinger unseren Blick auf dieses Häufchen Elend. Hagar kauert am Boden, zerstört im Wüstensand. Am Ende ganz alleine, verzweifelt, erschöpft, schuldig, ausgenutzt. Wir haben das eben in dem Lied gehört, in die Wüste geschickt, wo die Hoffnung erstickt. In der Seele verletzt und ins Abseits versetzt, in Gedanken verrannt,
alle Kräfte verbrannt. Und die Künstlerin holt Hagar aus ihrem Schattensasein ins Licht. Senkrecht von oben leuchtet es auf sie herab. Noch durchdringt es nicht das Dunkel ihrer Verzweiflung, ihres Schmerzes. Noch schafft Hagar nicht, sich aufzurichten. In ihrem Elend, Mutterseelen allein, vergräbt sie ihr Gesicht in den Händen und weint. Beinahe unscheinbar nähert sich ihr eine blaue Gestalt und berührt sie. Und es folgt ein Zwiegespräch zwischen dem Engel und ihr. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserstelle, Quelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte: Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da passiert etwas Unglaubliches im Leben der Hagar, und zwar in der Wüste. Am dunkelsten Ort, da geschieht das. Sie ist die erste Frau in der Bibel, die Gott durch seinen Boten persönlich ansprach. Und das bedeutet, sie blieb Sarais Dienerin, doch vom Engel wahrgenommen und mit ihrem Namen angesprochen, bekam sie ihre Würde zurück. Bisher hatte sie zu befolgen, was ihre Herrin befahl. Jetzt wird sie gefragt: Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Das ist eine alltäglich anmutende Frage, aber sie wird an dieser Stelle zu einer existenziellen. Gott interessiert sich für unsere Vergangenheit und für unsere Zukunft. Und deshalb bekommt die Begegnung mit ihm so einen hohen Stellenwert. Der von Gott gesehene und angesehene Mensch erhält seine unantastbare Würde. Und diese Frage, wo kommst du her und wo gehst du hin? Stellen Sie sich die heute Mittag beim Mittagsspaziergang vielleicht mal, denn das ist eine gute Frage, eine wichtige Frage Gottes. Da lohnt es sich, drüber nachzudenken, nicht erst, wenn ich im Wüstensand irgendwo alleine liege. Hagars Antwort fiel kurz aus. Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Hören Sie die Verzweiflung, die Angst, die Panik? Im Hintergrund der Grafik sind zwei Personen zu sehen, rechts. Vermutlich sind es Abraham und Sarai. Nur schemenhaft gemalt dominieren sie doch die rechte Bildhälfte. In rot-orange Töne getaucht setzen sie sich deutlich ab von dem zarten Grün und Blau der linken Hälfte. Dieses Rot steht, so habe ich nachgelesen, dafür, dass Hagar nicht viel Wärme bei Sarai und Abraham erfahren hat. Schon gar keine Liebe und Wertschätzung auch nicht. Und sie? Die Einheitsübersetzung beschreibt es so. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab. Vielleicht meint das Rot-Orange die hitzigen Reibereien zwischen Sarai und Hagar. Viel kleiner, fast unscheinbar, wirkt dagegen die blaue Gestalt, die sich Hagar zuwendet. Zeigt ihr der Engel einen Weg aus dem Dilemma? Bedeuten die grünen und Blautöne, dass neuer Lebensmut und Hoffnung in ihr wachsen? Aber der Engel schickt sie in die heiße Situation zurück. Es war ja die einzige Chance, dass ihr Kind als legitimer Sohn Abrahams anerkannt wurde. Hagar ist nicht nur die erste Frau in der Bibel, die Gott durch seinen Boten persönlich ansprach, sondern auch die erste Frau, die eine umfassende Segensverheißung erhielt. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr: Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast.
noch ist sie in der Wüste. Und sie weiß, dass sie wieder umkehren muss. Zwischen ihr und den beiden Figuren im Hintergrund dominiert die Farbe Violett, die in der spirituellen Kunst auch für Verwandlung stehen kann. Die beginnt bei Hagar in der Wüste. In der Begegnung mit dem Boden Gottes erfuhr sie Gott selbst und kam zu einer ganz großartigen Erkenntnis. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen Elroi oder Elroi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Das ist für Hagar der Name Gottes, der Gott, der nach mir schaut. Und zugleich ihr persönliches Glaubensbekenntnis. Und diese Erkenntnis richtete sie auf und verwandelte sie von der Dienerin Sarais zur von Gott angesehenen und gesegneten Hagar. Ich denke, wir alle kennen den Ausspruch, Blicke können töten. Oder wir sagen, Blicke verurteilen. Manchmal sind Blicke äußerst gleichgültig und oberflächlich. Aber das Gegenteil kennen wir auch. Blicke können lieben und wohlwollend sein. Sie können strahlen und sie können befreien. Auf alle Fälle hatte es Gottes Blick der Hagar angetan. So wie er sie ansieht, kann sie ihm begegnen. Gott sah sie ja nicht nur an, sondern er gab ihr damit Ansehen und er hörte ihr Elend. Und damit sie das nie vergaß, sollte sie ihrem Sohn den Namen Ismael geben, der genau das bedeutet, Gott hört. Als der Engel fortging, konnte sie es kaum fassen und sagte, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen Ber-Lahai-Roi, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Dieser Ort wird für das Volk Israel zu einem Ort, wo sie bezeugen, dass Gott auf das Elend der Entrechteten und Entmachteten sieht und sich ihrer annimmt. Nach ihrer Rückkehr bekam Hagar erneut die Endlosschleife mit, in der Abraham und Sarai immer noch steckten. Aber dann ein Licht am Horizont. Hagar brachte Abrahams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, Ismael. Weitere 14 Jahre später, traf auch das längst versprochene und bisher vergeblich erhoffte für Abraham und Sarai ein. Der Herr kümmerte sich um Sarah, so wie er es gesagt hatte. Er ließ geschehen, was er ihr verheißen hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn von Abraham, trotz seines hohen Alters. Es war genau zu der Zeit, die Gott Abraham genannt hatte. Abraham gab seinem Sohn, den Sarah zur Welt gebracht hatte, den Namen Isaak. Endlich ist er da. Und ich wurde erinnert an unsere drei Kinder, für uns waren schon 9 Monate, weiß man das ja meistens gar nicht, aber 8 Monate, das war eine intensive Zeit des Wartens. Und es war so schön, dass das Kind endlich da war. Und die beiden warten 24 Jahre. Endlich. Möchte die Künstlerin mit ihrer Farbgebung an Gottes Regenbogen und an seinen unverbrüchlichen Bund mit uns Menschen erinnern? Ich sage Ihnen zu, dass er auch über Ihr Leben und Gottes Geschichte mit Ihnen gespannt ist und dieser Regenbogen zerreißt nicht. Wie ein lichtdurchfluteter Vorhang breiten sich die Farbflächen nach unten hin aus. In der Mitte öffnet er sich. Es gibt Zeiten, in denen ich mich vergeblich nach Gottes spürbarer Nähe und seinem Eingreifen sehne. Ja, die gibt es. Da ist er wie hinter einem Vorhang verborgen. Und dann reißt dieser Vorhang auf und lässt mich, und sei es manchmal auch nur für sehr kurze Zeit, erkennen, ich bin ihm nicht egal. Er sieht und er hört mich.
Und er greift ein. Liebe Gemeinde, das sind heilige Momente. Die sollten Sie feiern. Und jetzt komme ich zu dem Besonderen. Kaum zu sehen, nur angedeutet, ist in der linken Bildseite ein schmales weißes Kreuz. So, wer hat es gesehen? Okay, ja, wunderbar. Noch weniger als der senkrechte Balken ist der Querbalken zu sehen. Er ist in einer Kreisform gemalt, die auch Sarai und Abraham ein- und umschließt. Gott hatte die ganze Zeit nicht nur die Hagar im Blick, sondern natürlich auch Abraham und Sarai. Der hat das alles mitbekommen, was die erlebt haben. Aber, und das weist darauf hin, Gott sah noch viel, viel mehr. Er sah unsere Erde. Er sah uns Menschen. Seine Liebe zu uns führte dazu, dass Jesus Christus Mensch wurde. Das weist darauf hin, das Kreuz. Denn Gott sah, dass unsere zerschundene und verlorene Welt einen Retter braucht. Gott sah, dass Hilfe nötig war. Er sieht, dass ich einen Heiland brauche. Er sieht meine Sehnsucht nach göttlicher Liebe und Frieden. Und das gilt auch für Sie. Paulus drückt das mal so aus. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns ausgerichtet das Wort von der Versöhnung. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Ich halte darüber jetzt keine Predigt, obwohl es ist total spannend. Luther nennt das, was hier im Glauben geschieht, den fröhlichen Wandel bzw. den seligen Tausch. So hat er das genannt. Gott legt meine Schuld, mein Versagen mit all ihren Folgen auf Jesus. An mir sieht Gott die Schuld gar nicht mehr. Der will sie auch gar nicht mehr sehen, denn er will ja die Versöhnung, er will Gemeinschaft mit mir. Unglaublich befreiend finde ich das. Ich könnte jubeln. Gott sieht mich an und er sieht Gerechtigkeit Jesu an mir. Also wenn ich mich anschaue, jo, da gibt es manches zu entdecken, was einen nicht fröhlich macht. Aber wenn Gott mich ansieht, sieht er nur Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit seines Sohnes. Und deshalb, weil das so ist, kann ich mich rundherum freuen über das Bekenntnis der Hagar. Und es ist auch mein Bekenntnis. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wir kommen zu einer letzten Frage, die sich mir darstellt. Wie erleben heute unsere Mitmenschen eigentlich Gottes liebevolles Ansehen? Ist Ihnen beim Lesen der Evangelien mal aufgefallen, wie oft gesagt wird, dass Jesus einen Menschen gesehen, angesehen hat? Wir könnten sagen, der liebevolle Blick Jesu oder auch der liebevolle Blick Gottes nimmt den anderen in seinen Möglichkeiten wahr. Zum Beispiel hören wir in Matthäus 9. Als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt, wie eine Schafherde ohne Hirten. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Jesus schaut hin. Er sieht hinter die Kulissen, er sieht hinter die Fassaden, er hat Durchblick. Er lässt sich nicht blenden, so wie wir uns manchmal blenden lassen, beziehungsweise wunderschön blenden, andere blenden. Jesus kennt uns durch und durch. Und er nimmt wahr. Er lässt das, was er sieht, an sich ran. Er lässt es sich zu Herzen gehen. Jesus bewegt das nicht nur im Kopf. Der diskutiert das auch nicht nur mit seinem Vater. Den trifft es im Herzen. Er wendet sich den Menschen zu. Er kümmert sich in großer Liebe und Zuneigung um sie. Und
Jesus sieht weiter. Er hat einen Blick für die göttliche Vision für die Menschen. Wir könnten sagen, Jesus sieht die wirkliche Situation vor dem Hintergrund einer Verheißung, einer Zusage. Du bist geliebt. Du sollst frei sein, du sollst leben. Gott hat sich mit dir versöhnt. Jesus erkennt und erfasst die Situation der Menschen sehr genau, hilflos und verängstigt. Aber er sieht mehr. Er sieht den Menschen vor dem Hintergrund einer Verheißung. Die Ernte ist groß. Und dabei ist Ernte ein absolut positives Wort. Ihr seid nicht Last. Euer Leben bringt Frucht. Euer Leben ist nicht umsonst. Euer Leben wird sich lohnen. Und da wird die Wertschätzung Gottes deutlich. Und sie ist überlebenswichtig. Und deshalb ist die Frage, erleben sich unsere Mitmenschen als arme Opfer? Vielleicht als Empfänger einer milden Gabe? Oder wie wir es manchmal in der Pflege immer noch hören, als Pflegefall? Furchtbar, furchtbar. Oder als wertvoll, als wertgeachtet, als Ernte, die Leben ermöglicht. Und schauen Sie, das entscheidet sich an unserem Hinsehen, Wahrnehmen und Weitersehen. Und wir sollten darum beten, dass wir sehende Menschen werden, so wie Jesus gesehen hat. Dass wir es schaffen, uns Dinge zu Herzen gehen zu lassen, ohne dass sie uns kaputt machen und unser Herz nur noch belastet ist. Beten wir darum, dass bei allem Tun in Ihrer Gemeinde, in der Diakonie, auch in der Mission, Menschen Gottes Wertschätzung erleben. Ich sage es mal salopp, bitte keine billigen, frommen Sonderangebote. Das ist zu niedrig. Die Menschen brauchen Wertschätzung. Menschen dürfen sich nicht als arme Opfer, böse Sünder und Empfänger einer milden Gabe erleben, sondern wertvoll. Beten wir darum, dass der Blick Jesu auch unser wird. Und deshalb möchte ich diesen einen Satz etwas verändern. Der liebevolle Blick nimmt den anderen in seinen Möglichkeiten wahr. Oder ich möchte korrekter sagen, in seinen und in Gottes Möglichkeiten. Ich wünsche Ihrer Gemeinde, dass es ein Ort ist, wo Menschen erfahren, da ist ein Gott, der mich sieht. Die reden von einem Gott, der mich wertschätzend und achtend ansieht. Und ich glaube, dass er sie dazu gebrauchen will. Wie gesagt, ich kann mich über dieses Bekenntnis freuen. Und es ist auch mein Bekenntnis, du bist ein Gott, der mich sieht. Und jedes Mal, wenn ich darüber so nachdenke, denke ich, was?